Videolog Nummer 18 für Moira Brown. Ja, wir haben jetzt versucht, eine Stunde zu schlafen nach diesem Fiasko im Super-Dupermarkt und bin aber schweißgebadet aufgewacht, weil ich ja diese Raider noch im Kopf hatte und vor allem den einen, den wir ja mit einem vollen Magazin zugesetzt haben und der nicht umgefallen ist. Wir haben einige, ja, Schüsse abbekommen, Volltreffer. Ich glaube, ich habe mir zwei Rippen geprellt, aber da ich so und so nicht schlafen kann, denke ich mir, machen wir hier gleich weiter. Wir machen dann eine Fehleranalyse auch gleich. Warum wir auf die Entfernung nicht treffen, ist auch irgendwie blöd. Warum? Ja, wir sind eigentlich, wenn wir da nachschauen, beim Status und den Fertigkeiten bei kleine Waffen ja gerade mal bei der Hälfte, die wir des Wissens, das wir erlernen können. Und dann ist klar, dass wir im Watz-Modus hier ja fast überhaupt keine Chance haben, was zu treffen. Egal, daran müssen wir arbeiten. Wir müssen aufpassen beim nächsten Mal und nicht offensiv vorgehen. Oder wir ändern die Taktik ganz, ja, und verlassen uns dann auf die Pharmazie. Wir haben ja ganz vergessen, dass wir Drogen dabei haben. Und in der Hektik, ja, haben wir auch beim Leveln den Fehler begangen, die kleinen Waffen nicht gleich hochzufahren, weil das ja mitten im Gefecht war. Und da ich jetzt ja überhaupt nicht schlafen kann, habe ich mir gedacht, wir nehmen den Auftrag von Moira gleich an und lassen aber auch gleich die Waffen wieder reparieren, damit wir beim nächsten Mal besser gerüstet sind. Moira, komm her. Wissen Sie, es gibt da ein neues Rezept zur Zubereitung von Red Kakerlakenfleisch. Schmeckt leider trotzdem nach Käsefuß. Wie geht's denn so? Ja, schließen wir das Kapitel mit der Recherche über Landminen ab, okay? Landminen sind eine der wenigen Gefahren da draußen, von denen man profitieren kann. Entschärfen Sie eine, um sie teuer zu verkaufen. Ich habe Geschichten von einer Geisterstadt gehört, die voller Minen ist. Die Händler nennen den Ort Minefield. Klingt nach dem idealen Ort für Feldstudien. Gehen Sie hin und liefern Sie mir Berichte und bringen Sie mir eine Mine für meine Untersuchungen mit. Okay. Das mache ich dann auch gleich, aber vorerst habe ich gedacht, wir müssen noch zum Arzt, ja. Wir brauchen da Medikamente ohne Ende. Wir werden ohne Verwundung nicht da rauskommen, denke ich mal. Klingt irgendwie ungesund, inwiefern wird es sich für mich auszahlen? Dafür, den Minen auszuweichen, belohne ich sie sinnigerweise mit Sprengstoff, und zwar mit Splittergranaten, von denen ich neulich viele reinbekam. Wenn sie mir auch was zum Untersuchen mitbringen, kann ich Modifikationen für sie vornehmen. Es geht doch nichts über das Herumfummeln an Minen. Ist okay, ja, dann schlagen wir da mal zu, damit wir den gleich im Pipoy aktivieren. Keine Sorge, da geht keiner hin, weil es anscheinend eine Geisterstadt ist. Weil es aber keine Geister gibt, können sie sich auf die Minen konzentrieren. Habe gehört, es gibt einen Spielplatz mitten in der Stadt. Wenn man da hingeht, hat man sicher viel zu erzählen. Super, Kartenmarkierung hinzugefügt und das war's dann auch schon, ja. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir die Unterhaltung ja schon. Haus kaufen, Sachen sehen wir mal. Ausrüstung reparieren, haben das wollte ich. Haben Sie Kronkorken für mich? Dann gibt's keine Probleme. Gut, Jagdflinte können Sie für 4 Kronkorken um 1%, das ist ein Schmarrn. Sturmgewehr 11%, ja, da haben wir rein. Die Jagdflinte, Maschinenpistole brauchen wir nicht, die Kampfflinte wäre wichtig, ja? Die nehmen wir. Die Laboruniform brauchen wir vorerst nicht, da haben wir noch den Hut und die Hockeymaske auch nicht. Was fehlt uns da noch? Baseballschläger, okay. Also, das hatten wir. Und noch was kaufen? Schauen Sie, Ruth. Schauen wir mal, ob die Kronkorken hat. Und Munition.
was haben wir? Munition? Schrotpatrone haben wir. Haben wir 32er Kaliber. AWAW. Bloß 14 Stück. Aber egal, vielleicht kann ich ihr was anderes verkaufen. Die Maschinenpistole zum Beispiel. Die brauche ich nicht. Und ja, ich mache hier einen Schnitt. Das braucht euch ja nicht zu belasten. Ich zeige euch dann, ob ich da was verdient habe oder nicht. Bis gleich. So, und jetzt sind wir fertig mit Handeln und ja, haben ihr dann auch 236 Kronkorken abgenommen. Das passt auch, ja? Gute Jagd! Okay, Moira, mein Schatz, wir gehen jetzt gleich mal zum und Arzt. Und immer dran denken, ich kaufe alles. Ist schon klar. Well, auf geht's. Wir waren noch nicht beim Doktor und ich denke, den müssen wir mal einen Besuch abstatten, weil, wie gesagt, auf Dauer werden wir ohne Verletzungen nicht umhinkommen und ich brauche auch eine Bandage für die Rippen. Und Nova hat mir da was gesagt. Wir sollen da mit dem Pramin ein wenig spielen. Diesmal gibt es keinen Ausweg. Nova hatte recht. Die stehen nicht unbedingt gut auf allen Beinen. Gehen wir mal in die Klinik und besuchen den Doktor, ja? Den hatten wir nämlich noch nicht. Ach, da ist er schon. Nathan. Mit dem müssen wir auch noch reden. Hallo, Doc Church. Ich bin Doc Church, Inhaber dieser Klinik. Bevor Sie mich um Hilfe bitten, sollten Sie die Regeln kennen. Regel Nummer 1. Stören Sie mich nicht. Wenn Sie mich stören, empfehle ich Ihnen, fast tot zu sein. Ich habe schon genug Arbeit mit den Leuten, die ich mag. Befolgen Sie meine Regeln. Dann nähe ich Sie auch wieder zu. Wenn Sie außerdem auch immer brav zahlen, sollten wir gut miteinander auskommen. Du bist ja ein feines Würstchen. Ich bin verletzt, ich brauche Hilfe. Brauche ich zurzeit noch nicht. Können Sie mich ja von der Verstrahlung befreien? Das ist noch nicht so schlimm. Ich brauche was, um mich besser konzentrieren zu können. Aha. Was können Sie mir über Megadon sagen? Ich muss sagen, dass von allen infizierten Dreckslöchern, in denen ich gehaust habe, dies hier das am wenigsten dreckigste ist. Wow. Aha. Und was machen Sie hier? Ich bin der Arzt der Stadt. Was aufgeschnitten ist, nähe ich zu. Was infiziert ist, schneide ich ab. Ja, du bist ja ein Gesprächiger, ja? Und was weißt denn du über die Leute hier? Ein Arzt spricht nicht über seine Patienten. Jedenfalls nicht mit Fremden. Ja, wir versuchen das einmal. Ich versuche nur zu helfen, Doc. Tut mir leid. So nicht. Nur keine Panik, ich bin selbst Doktor. Okay, jemand mit medizinischer Ausbildung sollte zumindest ein bisschen Einsatz zeigen. Ja, nicht schlecht. Und vielleicht können Sie den Jungen zur Vernunft bringen. Wow, wenn... Leo Stahl, der Junge hat ein Jet-Problem. Ich habe ihn 2 oder 3 Mal hier geschnappt, als er versuchte, meine Narkosemittel zu stehlen. Nicht mal seine eigene Familie weiß es. Nachts geht er rauf zur Wasseraufbereitungsanlage, um sich zuzudröhnen. Ich erwische ihn nicht. Vielleicht Sie. Ja, das ist eine coole Info. Ja, da schaue ich ja nur so. Gut, das war's. Also Leo Stahl ist ein Junkie? Ja, wer weiß. Mit dem müssen wir gleich einmal reden. Ja, auf Wiedersehen. Danke, du freundlicher Doc, hä? Doc Church. So, und Nathan ist auch nicht weitergekommen. Wo ist Leo Stahl? Das ist seine Schwester hier. Wie Jenny? Was soll's heute denn sein? Wir haben Nudeln und das Brahmin Steak ist auch ganz gut. Ja, eigentlich suche ich Leo. Weißt du, wo der ist? Viel Erfolg. Dann werden wir... Wir waren da noch nicht einmal drin in der Laterne, in der Brass Laterne. Dann schauen wir da mal rein. So. Megadon-Siedler. Ja, ist auch nicht viel los tagsüber. Und, du? Bist? Leo, ja. Verdammt! Sie sind neu, richtig? Ich heiße Leo Stahl. Sehr erfreut. Sehr erfreut. Ja!
Wer ist drauf, ja? Wie ich sehe, haben Sie ein ziemliches Drogenproblem, Herr Leo. Verdammt, wer hat Ihnen gesagt... Ich meine, ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ist schon okay, Leo. Ich möchte nur helfen. Sie wollen helfen? Was soll denn das heißen? Ich bin eben ein Junkie, na und? Ich tue doch niemandem weh. Sprache, Sie schaden Ihrer Familie, Leo. Sie bedeuten Jenny und Andy sehr viel, ja? Netter Versuch. So habe ich das noch nie gesehen. Können Sie mir was besorgen? Na schön. Aber bitte, sagen Sie es nicht Andy oder Jenny. Und fragen Sie mich nicht danach, wenn ich in der Brass Lantern bin. Ich kann Ihnen nur nach meiner Schicht was verkaufen. Treffen Sie mich an der Wasseraufbereitungsanlage, wenn Sie was brauchen. Ja, hey, cool, ja? Fragen wir gleich weiter. Wer hat hier in der Gegend das Sagen? Lucas Sims war der Einzige, der die Leute zusammenhalten konnte. Da er jetzt weg ist, liegt wohl alles in Moriartys Hand. Okay, das wissen wir schon. Stoff werden wir nachher fragen. Was macht man hier zum Zeitvertreib? Naja, wir haben nichts Bestimmtes. Man beschäftigt sich eben irgendwie. Aber das geht Sie eigentlich gar nichts an, oder? Ja, eigentlich nicht, ja. Okay. Erzähl mir was über Megadon, ne? Tja, ich habe eigentlich keine Lust, mit Ihnen zu quatschen. Kaufen Sie was oder lassen Sie mich in Ruhe. Ja, die Jungs sind ja immer freundlicher hier. Und was gibt's Neues? Hey, ich tratsche nicht gerne. Will keine Gerüchte verbreiten, verstehen Sie? Jeder hat seine Geheimnisse. Dabei sollten wir es auch belassen. Okay, wir werden dann noch gut zusammenarbeiten, wir zwei, Leo, ne? Eigentlich wollte ich ja... Eigentlich nichts, ne? Das war's dann auch schon. In Ordnung. Stoffbison, kann ich mal die Speisekarte sehen? Ja, ich schaue, ob ich da noch handeln kann und da machen wir gleich einen Schnitt, okay? So, jetzt haben wir auch mit ihm fett gehandelt und 77 Kronkorken eingeheimst und... Kommen Sie jederzeit wieder. Leo, wir kommen, ja, nach Dienstschluss. Gut. Aufhören. So, da waren wir noch nicht. Megan und Sila, du kannst mit uns was... Hier ist es viel besser als bei Moriarty. Dort trifft sich echt nur Abschaum. Ja, hast recht. Gut, wir sind schon mal wieder über der Zeit. Wird eine Milliarde Sterne aus der Masse seines... Und der wird nicht müde zum Anbeten. Okay, Leute. Wir machen hier einen Schnitt und es wird ja bald dunkel. Und dann gehen wir zur Wasseraufbereitungsanlage und handeln mit Drogen, okay? Wünsche euch noch viel Spaß und haut das nächste Tape rein. Euer Toso. Ciao.